Zeit und heute mal wieder so Gadget-Zeit. Und zwar kam das hier reingeflattert. Ja, gut. Gehen wir erstmal durch. Was ist denn das? Mosquito Killing. Also das ist, denke ich, relativ eindeutig. Das Ding ist offensichtlich irgendwie, um Moskitos abzuhalten. Hightech, naja. New Project, Product, naja. Photocatalytic Inhalation. Mosquito Killer. Okay, also irgendwas mit Photo und Katalyse und Inhalation, also Einatmen. Ja, gut. So wie ich die Dinger kenne, haben die wahrscheinlich irgendwie Licht, was die Moskitos anlockt, und einen Lüfter, der wahrscheinlich von oben dann die Luft reinzieht. Hier unten haben wir ja zwei Auslässe und entsprechend, ja, die Moskitos werden dann innen drin irgendwie gefangen. Was haben wir noch? 365 Nanowave. Ja, okay. Sichtbares Licht waren, glaube ich, Nanometerwellen. Das kommt grob hin. Da gehen wir mal schon Bullshit hier über. Brand Lightning Mosquito Killer. Aha, jetzt ist also auch noch Blitzschlag mit dabei. Gewicht hat es nicht. Größe irgendwas mit 20 cm. 5 Watt. Rated Voltage 220 Volt, 110 bis 220 Volt. Gut, Guangdong sollte, denke ich, klar sein, dass das hier nicht aus europäischen Landen kommt. Was haben wir noch? Fear of Damage. Damageness. Do not treat sunscreen. Upward, be careful. Gut, was haben wir noch hier? The LED light source was used to give light at 360 degrees. Also Licht von der LED geht in alle 360 Grad. So there was no dead angle, also keine... Ja, nichts, was irgendwie blockiert. Integrated Mosquito Storage Box Design, no oxidation rust, good air permeability, easy cleaning. Also wir haben irgendeine Box da drin, wo drin die Moskitos dann aufbewahrt werden, die nicht rostet. Ergo, das ist ein Plastikbomber wahrscheinlich. Mosquito Escape Design, ich hoffe nicht. So that mosquitoes cannot get in a net. Halt, stopp. Geht es nicht eigentlich darum, bei hier den Geräten die Moskitos drinnen zu halten, sodass sie nicht rauskommen? Efficient Power Saving, Quiet Design, Mosquito Trap, Odorless, so, ja. Keine Gerüche, ruhig. Man soll es im Raum aufstellen, sodass es etwa 1 Meter über Boden ist. Das Produkt ist überall in Benutzung und hier haben wir plötzlich die Rated Voltage 5 Volt. Okay, wir können ja einfach mal die 5 Volt Sachen in 230 Volt einstecken, wie es auf der anderen Seite steht, und gucken, was passiert. Okay, vielleicht nicht. Und natürlich keine Babys in die Nähe lassen. Ja, genug Bullshit-Bingo. Gucken wir mal, was da drin ist. Wer es noch nicht gesehen hat, also die Big Live-Zuschauer werden die Geräte wahrscheinlich kennen. Aber schauen wir mal. Hier haben wir offensichtlich unser 230 Volt Kabel mit dem USB-Anschluss. Den kennt man, den steckt man ja normalerweise in die Steckdose. Gut. Eingerät, einmal Plastikfolie, und ich muss sagen, es ist doch... Ja, es ist zwar Plastik, aber es ist nicht so, wie es... Okay. Es ist härter, als es aussieht. Also es ist kein weiches Plastik, aber es ist definitiv auch kein geruchloses Plastik. Gerade kam da so aus der, was raus aus der Tüte. Und schon haben wir es auseinander, mehr oder weniger. Was haben wir denn hier? Wir haben hier oben, da kann ich schon mal sehen, in dem Ring drin, da sind SLMD-LEDs. Das ist schon mal ein guter Anfang. Die leuchten dann hier runter auf das Weiße und ich schätze mal, das reflektiert dann auch noch schön. Und hier drunter, ja, da sieht man auch, da drin ist ein normaler PC-Lüfter oder sowas. Ah, verstehe, okay. Der drückt das nach unten und hier haben wir so einen Kegel und eine kleine Öffnung. Und wahrscheinlich geht es darum, dass die Moskitos hier durch die Öffnung rausgedrückt werden und dann hier unten drin bleiben und nicht mehr nach oben kommen. Das ist ein bisschen seltsam, weil halt hier auch über Lüftungsschlitze sind. Ich bin mir nicht sicher, ob die Moskitos das dann schaffen, bis zur Mitte zu kommen. Wobei es ist auch ein bisschen gewölbt zur Mitte hin, also... Ja, eventuell klappt das dann doch. Ja, ich würde sagen, wir machen es einfach mal an. Gucken wir mal, was wir Schönes haben. Dann suchen wir mal eine passende 230 Volt USB-Stecke. Okay, nein, ich bleibe bei 5 Volt, ist, denke ich, besser. Und Strom an.
Stromschalter gibt es nicht, also läuft anscheinend dauerhaft. 1 Ampere, 5 Watt. Okay, 1 Ampere. Ja. Muss ein starker Lüfter sein. Und... okay. Also wir sehen schon mal das Licht, was hier ausgesendet wird. Ich würde sogar sagen, dass das in Richtung UV geht. Dass das nicht rein blau ist. Oder es ist halt hier das Weiße, was da reflektiert. Der Lüfter läuft relativ langsam. Und ja, nach unten haben wir halt hier diesen luftdurchlässigen Behälter. Nicht viel zu sagen. Schauen wir mal ins Innere. Ich habe da schon Schrauben erspäht. So, 4 Schrauben weniger. Gucken wir mal, ja, da löst sich schon was und da sind wir schon im Inneren, zumindest teilweise. Hier haben wir den Lüfter, das ist ein Bugen Electric. Welcome to use this product of our company, made in China mit einem CE-Zeichen. Ist halt ein Standardlüfter, relativ steif, muss ich sagen. Muss ein 5 Volt, nee. Wird wahrscheinlich ein 12-Volt-Lüfter sein, denn der hängt hier einfach nur am Strom mit dran. Und daher gehe ich dann mal fast davon aus, dass der dann ein 12-Volt-Lüfter ist, der einfach mit 5 Volt betrieben wird. Wo ich aber nicht dran komme, ist ja eigentlich Elektronik. Wie geht das? Also der obere Pilz, da sieht man hier ein paar Schrauben rausgucken. Da unten sieht man es, denke ich, so spiegeln. Den werden wir wohl nicht daraus bekommen. Aber... oh. Zu früh gefreut. Da bewegt sich etwas. Dann können wir zumindest das Ding rausholen. Bringt uns das weiter? Nein. Aber hier sehe ich Clips in dem Schwarzen da oben. Dann versuchen wir uns doch mal da dran. Und da sind wir doch auch bei der Riesenelektronik. Wird nicht viel drauf sein, wahrscheinlich einfach nur ein paar LEDs. Und Überraschung, Überraschung, nicht viel mehr. Wir haben die weißen Drähte, die vom USB-Kabel kommen. Das ist auch tatsächlich nur ein zweiadriges Kabel. Also da ist nicht viel zu holen. Das geht dann auch direkt 1:1 runter auf den Lüfter, auf die beiden Kabel, die zum Lüfter gehen. Und für die LEDs, was haben wir denn da Schönes? Die sind alle nicht parallel, okay. Wir haben den Minuspol, der geht auf jeden Fall komplett rund, ist an allen LEDs dran. Dann haben wir den Pluspol, der geht hier über Widerstände, jeweils 680, also 68 Ohm. Und jeder von den Widerständen versorgt 2 LEDs mit einer sehr interessanten Form, gerade hier oben das Dreieck und so. Wir können jetzt gerade nochmal, ich bringe mich mal kurz in Sicherheit, geben wir nochmal Saft drauf, gucken, was die LEDs besagen. Und der Lüfter wahrscheinlich. Nehmen wir den Klassiker, einen 5-Euro-Schein. Können wir mal gucken, erstmal, ob er überhaupt echt ist. Und wenn wir hier drauf leuchten, sehen wir nichts. Okay. Ja, doch, doch, doch. Es ist nicht viel zu sehen. Jetzt, wenn ich das Licht ausmache. So wirklich sieht man die UV-aktiven Fasern hier offensichtlich nicht. Das. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber ich hoffe, ihr glaubt mal einfach, wenn ich sage, dass hier bei dem Ding auf jeden Fall ein bisschen was leuchtet. Da haben wir auf jeden Fall 2 Fasern, merken die Stelle. Dann machen wir mal die hier an. Ich würde sagen, wirklich was leuchten tut da vielleicht ein ganz kleines bisschen. Aber wenn das UV ist, dann... mehr blau als UV. Gut, tun wir mal den 5er weg. Ich habe die Befürchtung, dass es nämlich mehr Geld wert als das, was da steht. Ja, Strom können wir natürlich auch noch gerade gucken, wie viel er da braucht. 5,2 Volt und apropos. Böse. USB-Zeichen auf der Unterseite vom Stecker, nicht auf der Oberseite. Das tut man nicht. Jedes Mal stecke ich falsch rum ein. Wo sind wir? Ja. Etwa 200 mA, so um den Dreh rum, also ein bisschen entfernt von dem, was waren es, 1 Ampere, die sie haben wollten. Ich kann jetzt natürlich auch nochmal den Deckel hier unten drauf machen, so ein bisschen. Wobei, ich glaube, ich baue es erstmal zusammen, gucken wir dann nochmal. Denn eventuell, wenn hier das ganze Kram drin ist, der ganze Kram, dass der Lüfter ein bisschen schwerer zu arbeiten hat. Und jetzt, wenn alles dran ist,
pendelt sich auch so bei etwa 200 mA ein. Also nicht viel Unterschied. Nun ja, viel ist hier ja nicht drin. Wir haben ein bisschen Plastik außenrum, einen Lüfter und ein paar LEDs mit einem Widerstand. Das ist jetzt nicht wirklich kompliziert. Aber, wie man sieht, das reicht für ein Produkt, was man offensichtlich verkaufen kann. Inwieweit er funktioniert? Naja, da melde ich mal ein bisschen Zweifel an. Also prinzipiell, klar, durch den Luftstrom können Mücken oder solche Tiere eingezogen werden. Und ich schätze mal, diese Vorrichtung, dass er nicht wieder rauskommen sollte, auch halbwegs klappen. Aber ob UV-Licht jetzt unbedingt gegen Moskitos hilft, da gibt's doch so ein paar Zweifel dran. Zumindest mal Stiftung Warentest konnte überhaupt keinen Effekt feststellen. Das heißt also, UV bei Mücken wirkt mal so ziemlich gar nicht. Zieht vielleicht ein paar andere Insekten an, aber naja, die Stechmücken, die man ja eigentlich loswerden will, eher weniger. Wie auch immer, nun steht das Ding hier und mir ist das Ding ehrlich gesagt ein bisschen zu dumm. Heute muss ja alles, was aus dem Laden kommt, eigentlich smart sein. Was soll denn das hier? Also ist ja noch viel Platz drin. Ich denke mir mal für eine der nächsten Folgen ein paar Sachen aus, die man damit machen können. Der klappt dann natürlich genauso wenig wie jetzt auch, aber hey, es ist ein smart Ding und so muss das ja heutzutage sein. Gut, ja, ich stelle den so lange mal in die Ecke. Anschalten, wie gesagt, dürfte nicht viel Sinn machen. Denn der hier, der bringt vielleicht dem Verkäufer Geld ein, aber tut nicht wirklich das, was er soll.